Thomas, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Ja, hallo. Morgen, Thomas. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema lautet, ich habe Angst vorm ersten Mal. Und ja, du wirst dich sicherlich wundern, ich bin schon 25 Jahre alt. Ah, wenn du jetzt 45 wärst, dann würde ich mich ein bisschen wundern, aber 25. Ach, du meinst, es ist noch okay? Ja, finde ich okay noch. Also ist schon ein bisschen eher ein bisschen in unserer Zeit ungewöhnlich, aber noch kein Grund zur Panik, würde ich sagen. Ach so, ja, das ist ja, weil ich bin eben vor kurzem erst 25 geworden und... Also fast 24 noch. Bitte? Ja, genau. Und hab dann eben festgestellt, du wirst immer älter und vielleicht verpasst du irgendwas. Mensch, deine Jugend, die ist jetzt fast dahin und langsam habe ich auch ein Problem damit, weil... Jugend orientiert sich nicht immer an den Lebensjahren. Weißt du, das ist bei jedem Menschen verschieden. Manch einer kann auch noch mit Ende 30 sehr jugendlich sein. Bei manchen ist es mit Mitte 20 schon vorbei mit der Jugendlichkeit. Also das würde ich gar nicht so eng sehen. Nun gut, okay, du hast auch recht, ja. Wie hast du denn bisher gelebt mit deinen 24, 25 Jahren? Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, natürlich. Also ich hatte schon insgesamt 8 feste Freundinnen. 8 feste Freundinnen schon? 8 Frauen, ja. Das ging ab dem 14. Lebensjahr los. Da hatte ich meine erste Freundin. Wie weit ist es denn gegangen mit den Frauen? Maximal? Maximal bis zum Padding. Na, immerhin. Ja, immerhin. Ja, gut, okay. Ja, immerhin. Also ich dachte, du hättest noch nie eine Frau angefasst, noch nie geküsst oder so. Nee, das nicht. Bloß ich habe... Dann bist du ja halb Profi, bist du ja schon. Ja, genau so ist es. So ist es. Aber jetzt habe ich eben mittlerweile, muss ich auch eingestehen, weil ich jetzt wieder eine Frau kennengelernt habe, wo ich denke, da könnte mehr draus werden. Und jetzt kommen die Ängste auf mich zu und wo ich mir sage... Bist du überhaupt ein Mann und warum hast du Angst davor? Und ich habe regelrecht Angst davor, in die Frau einzudringen weil ich glaube, dass sie mir dann unterwürfig ist. Das möchte ich nicht, dass mir eine Frau unterwürfig ist, dass ich sie gnadenlos Punkt und da meinen Spaß habe und ohne dass sie Spaß hat und wenn ich sie nicht liebe und ich kann es mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren und obwohl ich... Ja, langsam. Was meinst du, wie viele Frauen das auch total gut finden und auch ihren Spaß dabei haben? Das mag ja sein, aber das sehen die doch vorher nicht. Die sehen vielleicht vorher in mir einen schwanzgesteuerten Typ oder was. Ne? So wie du es gerade begründet hast, waren das auch die Ursachen, weswegen das in diesen 8 Beziehungen nie zu dem wirklichen Geschlechtsverkehr gekommen ist, dass es immer letztendlich dann abgebremst war, ab einem bestimmten Punkt? Ja, teilweise. Wie lange warst du denn mit den Frauen so zusammen im Durchschnitt? Die längste, im Durchschnitt kann man sagen, 3 Monate. Achso, na gut, das ist nicht so lang. Das waren immer nur kurze Beziehungen im Prinzip. Haben denn die Mädels das nicht so ein bisschen forciert? Vielleicht auch, dass es dann doch zum Geschlechtsverkehr kommt? Das ist möglich, aber das haben sie mir nie genau gesagt. Und ich habe denen auch immer verheimlicht, dass ich noch nie Sex hatte und habe eben erst einmal gesagt, okay, wir machen erstmal nur Petting und Thomas, spiel das mal nicht so runter. Du sagst, dass ich noch nie Sex hatte. Wenn du Petting mit einer Frau hast oder mit einem Menschen, mit einer Frau, ist das auch Sexualität? Und ja, das kann eine sehr intensive Sexualität sein. Es ist nicht nur Sexualität, der Vorgang des Eindringens oder Einführens. Alles andere ist auch Sexualität und gehört dazu. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, vor dem letzten Schritt habe ich bedeutend Angst und auch Scham und diese Gefühle, die mich da bewegen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dich anrufe. Ich komme damit nicht zurecht und habe auch wirklich Angst davor und möchte nicht irgendwann sagen, ich kann zu einer Frau sagen, ich kann nicht, ich bringe es nicht oder was. Oder mich würde interessieren, wahrscheinlich weißt du selbst nicht genau, woher die kommen, diese Ängste. Weil teilweise ist es übertrieben, was du formulierst und völlig überzeichnet. Woher kommt das? Hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht, ich bin bloß, ich sag's mal so, meine Mutter hat mich erzogen, vielleicht bin ich da ein bisschen fraulich, vielleicht steckt eine kleine Frau in mir, die vielleicht ein bisschen, ich sehe Frauen zum Beispiel auch nicht als Objekt, sondern das sind halt immer Persönlichkeiten, die ich zu schätzen wissen muss und auch sehr Ehre. Sehr löblich. Und ja, nicht, und deshalb kann ich da nicht übers Herz bringen, irgendwie jetzt eiskalt. Ja, was heißt übers Herz bringen? Wenn es alles seinen normalen Weg läuft, hat die Frau genauso viel davon wie du. Und sie macht es nicht nur dir zuliebe und sie liegt nicht nur da und du hast einen Spaß. Weißt du? So, ich finde, es gibt die einzige Möglichkeit für dich aus diesem Teufelskreis. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, diese Angst. Ne? Und ja, wahrscheinlich von Jahr zu Jahr, das vergeht, wird die Angst auch größer. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Und die Hemmschwelle auch größer. Ja, genau. Ich würde Folgendes sagen, du hast gerade gesagt, du bist jetzt, es bahnt sich da was an mit einer Freundin, einer Frau im Moment?
Ja, genau. Seit einem Monat sind wir zusammen. Allerdings, sie lebt bloß 150 Kilometer von mir entfernt. Wir sehen uns nur am Wochenende und da haben wir auch nur wenig Zeit. Okay, gut. Also es ist so ein zartes Pflänzchen, was da gerade wächst zwischen, zwischen euch, kann man so sagen. Genau. Gab es auch schon sexuellen Kontakt zwischen euch? Also diesen kleineren sexuellen Kontakt? Ja, einen kleineren sexuellen Kontakt gab es, So, jetzt würde ich auch in aller Ruhe daran gehen und mich auch gar nicht unter Stress setzen an deiner Stelle. Und dann würde ich, wenn du den Eindruck hast, das ist eine gute Beziehung, ich habe Vertrauen zu der Frau, die Frau ist, ist ein guter Typ, die Frau, sage dir das genauso, wie du es mir gesagt hast. Sage ihr, dass du es noch nie gemacht hast. Sage ihr deine Bedenken und deine Ängste. Ich könnte schwören, Thomas, dass das dir wirklich die Angst nimmt und dass da wirklich ganz, ganz viel Hemmungen aufgesprengt werden, weil die Frau mit Sicherheit gut und deine Freundin mit Sicherheit gut darauf reagieren wird und dich auch allmählich dich an die Hand nimmt, jetzt mal bildlich ausgesprochen, und dich in diese Sache mit hineinnimmt. Das stimmt allerdings, aber da ist noch das Problem, meine ganzen Beziehungen, das, oder die habe ich hauptsächlich beendet, weil die Frauen dann im Endeffekt kein Interesse mehr an mir hatten. Da habe ich die Beziehungen alle beendet und. Weil du nicht, wahrscheinlich, weil du nicht offen mit denen geredet hast. Das kann sein, aber ich bin immer enttäuscht gewesen und habe auch finde auch so schnell nicht mehr Vertrauen zu einer Frau. Das ist das Problem jetzt auch noch dazu. Und deshalb, das ist. Das, ja, nur, ich würde es jetzt auch nicht so pessimistisch sehen. Du hast gerade, das ist, läuft jetzt einen Monat. Ne? Und lass es doch einfach mal sich verengen, verdichten. Und du sagst, die Frauen haben dich immer verlassen. Nee, ich sie. Du hast die Frauen verlassen. Ja, genau. Weil? Weil sie mich enttäuscht haben, weil sie dann irgendwann kein Interesse mehr an mir hatten, obwohl ich ein vielseitiger Mensch bin. Ich bin immer auf Action, will immer was erleben mit denen und habe auch immer die Initiative ergriffen, dass wir irgendwas unternommen haben und so weiter und so fort. Du hast eine negative Erfahrung gemacht und man kann aus diesen negativen Erfahrungen nicht den Schluss ziehen, dass jetzt jede Frau, die meisten Frauen so sind. Das, was du, ich weiß ja nicht, wie du dich denen gegenüber verhalten hast, das, was du tun kannst, aber besonders bezogen jetzt auf den Punkt Sexualität und auf den Punkt, über den wir jetzt gerade so geredet haben, ist Offenheit. Offenheit. Alles auf den Tisch legen. Sagen. Ich sage dir, ich versichere dir, dass deine Ängste zusammenschrumpfen werden wie ein Luftballon, aus dem die Luft rausgeht. Ja, glaube ich. Und dann gelingt es auch irgendwann. Ja, da muss ich schon wirklich erstmal richtig Vertrauen fassen zu einer Frau. Ne? Das ist ja, was hast du denn zu verlieren? Was hast du denn zu verlieren, wenn du ihr das sagst? Gar nichts. Ja, dann vielleicht spricht dich davon rum und das ist ja wiederum die... Ach, Thomas. Ja, gut, gut. Thomas, pfeif drauf, wer was wie irgendwie weiß. Du musst da auch wirklich offensiver auch mit umgehen, auch mit den Ängsten, die du hast. Wenn man eine Angst hat, muss man sich der Angst stellen. Das ist die beste Methode, die Angst loszuwerden. Man muss in die Angst reingehen und dann schafft man das in den meisten Fällen auch, sie zu überwinden. Nicht indem man um sie rumschleicht, dann wird die Angst immer größer. Das ist wie eine Fata Morgana. Also ran, sprechen, tun und dann wird das schon funktionieren. Also werde ich doch, ich werde am besten noch einige Zeit warten und dann werde ich die Karten endlich offen auf den Tisch legen so. Und sehen, wie sie reagiert. Genau so meine ich das, ja. Genauso meine ich das. Vielleicht waren die Frauen in der Vergangenheit auch immer ein bisschen seltsam drauf, weil die dich nicht haben einordnen können und die das nicht richtig verstanden haben. Kann ja auch sein. Ah, das stimmt, allerdings. Ne? Also, ich wünsche dir alles Gute und bin auch guter Hoffnung, dass du es schaffen wirst. Ich danke dir vielmals, Domian. Ne? Thomas! Ich wünsche dir was, danke. Jo, tschüss. Tschüssi, tschüss.